Bagger, Bagger. Da sind Herr Bulle und seine Freunde. Herr Bulle ist gekommen, um das neue Haus zu bauen. Baust du es denn nicht selber, Papa? Ich habe den Entwurf gemacht. Herr Bulle muss nur meinen Anweisungen folgen. Guten Tag, Herr Wutz. Was soll es werden? Parkplatz? Ein Schwimmbad? Raketenstation? Ein Haus. Können Sie es genauso bauen wie dieses hier? Nur größer. Herr Wutz möchte ein Haus. Soll es aus Stroh gebaut werden? Oder aus Holz? Oder aus Steinen, Herr Wutz? Aus Steinen, bitte. Wie Sie wünschen. Und was ist mit der Schaukel? Die Schaukel bauen wir natürlich auch. Kann ich helfen? Schorsch will auch helfen. Na klar, Schorsch. Klatsch doch mal einen Klecks Mörtel genau dahin. Das sieht aus wie Blubbermatschepampe. Mörtel ist eine ganz spezielle Matschepampe. Sie klebt nämlich Steine zusammen. Peppa, möchtest du den ersten Stein mauern? Ja, sehr gerne. Gut gemacht. Ich mach den Rest. Steine muss man gerade und gleichmäßig mauern. Seht ihr? Reihe für Reihe. Das dauert aber ewig. Genau. Und wirst du heute damit fertig? Oh nein, man kann kein Haus an einem Tag bauen. Ich brauche dafür bis morgen. Gut, bis morgen, Herr Bulle. Wiedersehen. Tschüss. Schorsch hat den Klebematsch hingeklatscht. Und ich habe den Stein drauf gemauert. Das klingt alles sehr aufregend. So, jetzt macht die Augen zu und schlaft. Papa Wutz liest Peppa und Schorsch eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Und so lebten der Prinz, die Prinzessin, der Sittich und der Frosch glücklich und zufrieden für immer zusammen. Ende. Peppa und Schorsch sind bei der Gute-Nacht-Geschichte eingeschlafen. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Schorsch ist wieder aufgewacht. Claudia! Schorsch, du freches Schweinchen, schlaf wieder ein. Schorsch ist nicht mehr müde. Schorsch, die Nacht ist zum Schlafen da, nicht zum Spielen. Psst, ich kann dir eine gute Nachtgeschichte erzählen. Es war einmal ein kleines Schweinchen. Sein Name war Schorschi Wutz. Er machte sich auf, um sein Glück zu suchen. Bald kam er an einen großen Wald. Gefällt dir die Geschichte, Schorsch? Mitten im großen Wald kam er an ein kleines Haus. Und in diesem Haus fand er eine Schale Grießbrei. Schorschi Wutz hatte großen Hunger. Und so aß er alles auf. Ham, ham, ham. Aber als er gerade fertig war, kam Baby Bär herein. Er sagte, oh, hast du meinen Zauberbrei gegessen? Schorschi sagte, ja. Baby Bär sagte, das war Zauberbrei. Von dem wirst du ganz groß werden. Und dann fing Schorschi Wutz an zu wachsen. Er wuchs und er wuchs und er wuchs, bis er größer war als alle Bäume im Wald. Papa Wutz, du müsstest hier wirklich dringend mal putzen. So schlimm sieht es nicht aus. Aber da sind überall Spinnenweben. Ich mag Spinnenweben. Sie geben dem Raum Charakter. Wo Spinnenweben sind, sind auch Spinnen. Ich kann Spinnen überhaupt nicht leiden. Ich schon, denn Spinnen fangen Fliegen. Und ich finde Fliegen grässlich. Gut, aber nur solange mir keine Spinne unter die Augen kommt. Eine Spinne. Schönen guten Tag, Herr Spaghettibein. Oh, wo bist du denn hin? Findet ihn. Ich will ihn nicht im Haus haben. Alle suchen Herrn Spaghettibein. Herr Spaghettibein ist nicht im Aktenschrank. Oh. Herr Spaghettibein ist nicht unter dem Hocker. Oh. Herr Spaghettibein ist nicht auf dem Tisch. Oh,
Ich frage mich, woher Spaghettibein steckt. Das klingt, als ob Mama Wutz ihn gefunden hat. Keine Angst, Mami. Weg! Schafft ihn raus! Na gut, dann nehmen wir Herrn Spaghettibein mit in den Garten. Jetzt hat Herr Spaghettibein den ganzen Garten zum Spielen. Auf Wiedersehen, Herr Spaghettibein. Es fängt an zu regnen. Herr Spaghettibein rennt zurück zum Haus. Vielleicht mag er den Regen nicht. Er klettert im Regenrohr hinauf. Klitzekleine Spinne läuft im Rohr hinauf. Fällt der Regen runter, spült sie wieder raus. Kommt die liebe Sonne, wimmt alles wieder auf. Klitzekleine Spinne läuft gleich wieder rauf. Ich möchte Herrn Spaghettibein nicht im Haus haben, Papa Wutz. Dann bringen wir Herrn Spaghettibein ein bisschen weiter in den Garten. Die scheint verkehrt herumzuliegen. Ich drehe sie mal um. So. Dr. Hamster hat der Eidechse geholfen. Hurra! Oh, schon wieder ein neuer Notfall. Hallo? Hallo, Opa Wutz ist hier am Apparat. Opa Wutz ist mit seinem Boot draußen auf dem Meer. Es geht um Polly. Mein Papagei scheint krank zu sein. Oh, Papagei krank. Ich bin gleich da. Guck, Polly, da kommt die fliegende Tierärztin. Wo landen wir denn hier überhaupt? Das ist ein Wasserflugzeug, Peppa. Wir können auf dem Wasser landen. Boah. Hallo, Peppa, George. Hallo, Opa Wutz. Wir sind alle gekommen, um Polly zu helfen. Seit wann geht es Polly denn schlecht? Seitdem wir mit dem Boot rausgefahren sind. Aha, ich glaube, ich weiß, was Polly fehlt. Sie ist seekrank. Oh. Bringt sie wieder ans trockene Ufer. Je eher, desto besser. Da ist eine Insel. Da sind wir schon. Besser, Polly? Ah, besser, Polly! Hurra! Polly fühlt sich putzmunter. Oh, doch nicht schon wieder ein Notfall. Hallo? Hallo, hier spricht Papa Wutz. Papa Wutz ist in seinem Büro. Auf unserem Dach sitzen ein paar Entenküken. Ich bin schon unterwegs. Boah, gut, dass Sie gekommen sind. Bitte Platz machen. Dr. Hamster ist da. Frau Ente hat ihre Eier dieses Mal auf unser Dach gelegt. Und nun sind die Entenküken ausgeschlüpft. Wer kann gut ein Quackgeräusch machen? Ich. Ich kann wirklich sehr, sehr gut quaken. Peppa, dann quack mal. Und die Entenküken werden dir folgen. Quack, quack, quack. Limonade, die liebe ich. Schmeckt lecker. Oh. Nehmen Sie Platz. Haben Sie Hunger? Ich habe immer Hunger. Kein Problem, wir machen was zu essen. Herr Känguru will das Essen auf einem Grill zubereiten. Möchte jemand Maiskolben? Lecker. Vielleicht sollten wir zu Hause auch mal grillen. Moment mal, aber wir sind ja hier zu Hause. Los, komm, Katinka. Lass uns im Garten spielen gehen. Wir können mein Lieblingsspiel spielen. Es heißt im Matschepfützen auf- und abhüpfen. Hüpfen finde ich auch toll. Zuerst müssen wir eine Matschepfütze finden. Oh, aber es gibt ja gar keine Matschepfützen. Der Boden ist zu trocken für Matschepfützen. Ich wünschte, es würde regnen. Wenn es nur nicht regnet. Also wir lieben Regen. Bei uns regnet es fast nie. Also wenn Sie sich hier in unserem Land Regen wünschen, müssen Sie nur grillen. Wir können aber trotzdem ein bisschen hüpfen. Schorsch ist wirklich ziemlich gut im Hüpfen, aber ich kann es noch besser. Schau mir mal zu. Genau so musst du es machen. Und jetzt bist du dran, Katinka. Ja gut. Kängurus können wirklich sehr hoch springen. Boah. Da kommt Luisa Löffel.
Hallihallo, Luisa. Das ist meine Freundin Katinka. Hallo, Katinka. Was spielt ihr gerade? Wir spielen gerade Hüpfen. Kaninchen sind die besten Hüpfer. Schaut mal. Das war schon gut, Luisa. Aber du bist lange nicht so gut wie meine Freundin Katinka. Na los, spring noch mal, ja? Aber ich will nicht angeben. Na mach schon. Na gut. Oh, das ist hoch. Opas kleine Lok macht tuff, 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 tuff. Opas kleine Lok macht tuff, tuff, tuff den ganzen Tag. Frau Mümmel bringt die Erwachsenen mit ihrem großen Zug zur Arbeit. Guten Morgen, Opa Wutz. Sind Sie wieder mit Ihrem Spielzeugzug unterwegs? Meine Gertrud ist kein Spielzeug. Sie ist eine echte Miniaturlokomotive. Oh, wie reizend. Tschüss. Los, fahr schneller, Opa Wutz. Aber wie? Schneller geht es nicht. Gertrud gibt doch schon alles. Der große Zug fährt sehr schnell. Oh je, der große Zug hat eine Panne. Was ist passiert? Wir müssen noch zur Arbeit. Hallo, Frau Mümmel. Haben Sie etwa Probleme mit Ihrem Zug? Das ist überhaupt nicht lustig, Opa Wutz. Alle meine Passagiere müssen zur Arbeit. Sie müssen sich einen Zug besorgen, der keine Panne hat, wie meine Gertrud. Das ist eine gute Idee. Raus mit Ihnen. Was? Ich borge mir Ihren Zug. Und umsteigen bitte. Und was wird jetzt bitte aus mir? Sie könnten doch so lange den großen Zug reparieren. In Ordnung. Ich liebe es, Dinge zu reparieren. Oh, wie spaßig. Ich fahre im Spielzeugzug. Gertrud ist kein Spielzeug. Sie ist eine echte Miniaturlokomotive. Natürlich. Achtung, der Spielzeugzug fährt los. Kann der Zug nicht etwas schneller fahren? Nein, Gertrud ist ein langsamer Zug. An der nächsten Station wartet Frau Kuh. Was ist denn mit dem großen Zug passiert? Ist er geschrumpft? Nein, dies ist ein Spielzeugzug. Opas Gertrud ist kein Spielzeugzug. Sie ist eine echte Miniaturlokomotive. Ihr bringt eure Haustiere mit und das beste Tier bekommt einen Preis. Ich bringe mein Haustier Goldfisch mit. Ich bringe meine Stabschrecke mit. Ich komme mit meinem Gecko. Ich bringe Äffchen mit. Das ist kein Haustier, das ist ein Stofftier. Das ist kein Stofftier, das ist Äffchen. Er mag Hunde, Klausi. Bring Äffchen ruhig mit, wenn du willst, Zoe. Und jetzt ab nach Hause. Und vergesst morgen nicht die Haustiere für den Wettbewerb. Es ist der Abend vor dem Haustierwettbewerb. Peppa und Luzi kümmern sich um Goldi. Ist nur Goldi. Du hast einen großen Tag vor dir. Ich poliere noch mal dein Glas. Wunderbar. Pedro spricht mit seiner Stabschrecke. Eine Stabschrecke ist ein Insekt, das aussieht wie ein Stock. Morgen früh kommst du mit mir in den Kindergarten. Das beste Haustier wird einen Preis bekommen. Das bist bestimmt du. Edmund Elefant spricht mit seinem Gecko. Guck mal hier. Und jetzt bist du dran. Zoe Zebra spricht mit Äffchen. Bist du schon aufgeregt vor dem Wettbewerb, Äffchen? Du musst morgen also ganz brav sein. Sei bloß kein Frechdachs, Äffchen. Heute ist der Haustierwettbewerb. Madame Gazelle, wer entscheidet denn, welches Haustier das beste ist? Dr. Amster. Hallo zusammen. Hallo. Oh, was habt ihr da für niedliche Haustiere? Was für ein glücklicher kleiner Fisch. Wie heißt er denn? Das ist Goldi. Die kennen Sie schon. Und sie hat ein sehr glänzendes Glas. Was macht Goldi denn den ganzen Tag? Sie schwimmt gerne herum. Und dabei macht sie immer. Und Peppa, Schorsch und Luisa Löffel spielen Schweinchen in der Mitte. Fang, Peppa. Fang, Luisa. Schorsch ist das Schweinchen in der Mitte.
Oh, Schorsch versucht, den Schatten des Balls zu fangen. Dummer Schorsch, das ist doch nicht der Ball. Das ist bloß sein Schatten. Guck. Wenn sich der Ball bewegt, bewegt sich auch sein Schatten. Du hast auch einen Schatten. Guck, Schorsch. Schorsch versucht, seinem Schatten davonzulaufen. Du kannst deinem Schatten nicht davonlaufen. Du musst rennen, um ihm loszuwerden. Peppa versucht, ihrem Schatten wegzurennen. Oh, er ist ja noch da. Hallo alle zusammen. Hallo, Luzi. Wir versuchen gerade, unseren Schatten davonzulaufen. Aber niemand kann doch seinem Schatten davonlaufen. Oh, dazu braucht ihr einen Roller. Hui! Luzi versucht, ihrem Schatten davon zu fahren. Seht ihr? Aber dein Schatten ist immer noch da. Oh! Hallo zusammen! Da kommt Herr Elefant mit Emily und Edmund. Hallo! Wir versuchen gerade, unseren Schatten davonzulaufen. Man kann niemals seinem Schatten davonlaufen. Ich weiß, wir sind einfach nicht schnell genug. Nein, Luzi, es hat nichts damit zu tun, ob du schnell läufst oder nicht. Siehst du, mein Schatten ist und bleibt unter mir. Renn schneller! Selbst wenn ich noch schneller renne, bleibt mein Schatten unter mir. Papa, dein Schatten ist zu riesig. Der bremst dich einfach. Du irrst dich, Emily. Dein Schatten bleibt immer bei dir. Warum? Wenn Sonnenstrahlen auf etwas drauftreffen, dann macht das einen Schatten. Seht her. Ah! Und das heißt, wir feiern alle Länder auf dieser Welt. Hurra! Peppa ist Frankreich. Ich bin Frankreich. Schorsch ist Russland. Pedro ist Amerika. Yeehaw! Zoe ist Japan. Konnichiwa. Luzi ist Holland. Hallo. So sagt man in Holland Hallo. Madame Gazelle, und was sollen die Länder der Welt jetzt tun? Wir singen jetzt das Friedens- und Freundschaftslied zusammen. Hurra! Ich liebe singen. Oh, ich auch. Wisst ihr denn noch alle, wie der Text geht? Ja, Madame Gazelle. Wir wollen Frieden für die ganze Welt. Alle Länder sollen Freunde sein. Wir wollen Frieden für die ganze Welt. Wir hier wollen Freunde sein. Wunderschön. Und nachher werden wir das Lied für eure Mamas und Papas singen. Jetzt ist Spielzeit. Viel Spaß wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr vertragt euch schön. Alle Länder spielen auf dem Spielplatz. England ist auf der Rutsche. Hui! Frankreich und die Schweiz schaukeln. Deutschland spielt Hüpfekästchen. Eins, zwei, drei. Amerika, Russland, Spanien und Griechenland spielen im Sandkasten. Ich baue jetzt eine riesige Sandburg. Yippie! Da kommen Holland und Japan. Jetzt sind wir mal dran, im Sandkasten zu spielen. Warum? Weil ihr jetzt lang genug da drin wart. Und deshalb kommt ihr da bitte mal raus. Wir wollen aber viel lieber hier bleiben. Papa und ihre Familie haben einen herrlichen Ausflug in die Berge gemacht. Zeit für die Heimfahrt. Abmarsch ins Auto. Ich hoffe, dass Sie die wunderschöne Aussicht hier genießen konnten. Danke für den Besuch. Schüssel, Schüssel. Nein, Schorsch. Mit dem Autoschlüssel kannst du nicht spielen, sonst verlierst du ihn. Du spielst aber mit dem Autoschlüssel, Papa. Aber ich bin erwachsen und deshalb verliere ich ihn nicht. Oje, Papa Wutz hat den Autoschlüssel in den Gulli fallen lassen. Oh, fertig. Und ab nach Hause. Das könnte vielleicht schwierig werden. Weshalb? Papa hat den Autoschlüssel in den Gulli da fallen lassen. Oh, Papa Wutz. Nicht aufregen. Ich hole den Autoschlüssel wieder heraus mit diesem Stock. Hurra! Der Gulli ist wohl tiefer, als ich gedacht habe. Der Stock ist zu kurz, um an den Schlüssel zu kommen. Was wir jetzt brauchen, ist eine Angelrute.
Mit dem Haken können wir den Schlüssel rausfischen. Vielleicht verkauft Frau Mümmel ja Angeln. Verkaufen Sie Angeln? Das tue ich allerdings. Ich weiß nicht warum. Hier in den Bergen können Sie eigentlich nicht fischen. Wir fischen auch keine Fische. Wir fischen nach Schlüsseln. Mein Papa hat den Autoschlüssel da in den Gulli reinfallen lassen. Oh, den kriegt er da nie wieder raus. Der Gulli ist wirklich tief. Wozu braucht man Gullis? Durch die Gullis fließt das Regenwasser ab und dann zum Meer. Die Angelleine ist nicht lang genug, um den Schlüssel zu erreichen. Oh je, Mine. Wie tief ist dieser Gulli denn? Probieren wir mal aus, wie tief er ist. Mit diesem Stein. Gute Idee, Frau Mümmel. Wir können zählen, wie lange der Stein braucht, bis er ganz unten ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hallo, everybody. Willkommen in meinem Cowboy-Camp. Yeehaw! Das ist ein Zelt. Das ist ein Cowboy-Camp, wo Cowboys die Nacht drin verbringen. Übernachtest du denn heute Nacht da drin? Nein. Das ist mir doch ein bisschen zu gruselig. Aber wir können ja so tun, als wäre Nacht. Aber es ist jetzt nicht Nacht. Stellt euch vor, die Sonne wäre der Mond. Okay. Pedro, sind wir denn jetzt auch Cowboys? Klar, ihr könnt ja meine Kumpels sein. Ist mein kleiner Cowboy hungrig? Klar bin ich das, Ma. Das war echte Cowboy-Sprache. Habt ihr Cowboys und Cowgirls denn vielleicht auch ein bisschen Hunger? Ja, haben wir, Ma. Zelten denn auch richtige Cowboys immer in der Nähe von ihrer Mami? Nein, du musst so tun, als ob das Haus überhaupt nicht da wäre. Dies ist der Wilde Westen. Was ist das? Der Wilde Westen ist das Land, in dem die Cowboys leben. Und was machen Cowboys so? Sie erzählen sich Geschichten, essen Bohnen und singen Lieder. Bohnen mit Toast für alle Cowboys. Hurra! Cowboys lieben Bohnen auf Toast. Alle lieben Bohnen auf Toast. Wer will ein Cowboy-Lied hören? Kannst du denn ein echtes Cowboy-Lied singen? Ja, hab ich mir selber ausgedacht. Hört mal her. Ich bin ein echter Cowboy und ich esse gern Bohnentoast mit nem Bing, mit nem Bong, mit nem Bu. Ohne Toast Bing, ohne Toast Bu, ohne Toast Bingeli Bongeli Bu. Bohnentoast Bing, ohne Toast Bu, ohne Toast Bingeli Bongeli Bu. Hallo, Kinder! Ich bin Mr. Kartoffel. Das ist Miss Möhre. Hier kommt Biene Blaubeer. Und jetzt alle bitte einen dicken Applaus für unseren jüngsten Spross. Kleines Kraut! Wo ist Kleines Kraut denn hin? Kleines Kraut? Wo steckst du? Er ist weg. Oh. Könnt ihr uns helfen, ihn zu finden, Kinder? Ja! Wenn ihr ihn seht, Kinder, ruft laut, da ist Kleines Kraut. Da ist Kleines Kraut. Genauso. Wenn ihr ihn seht, ruft genauso. Da ist er ja. Er ist hinter euch. Wo? Da. Hinter euch. Ich sehe ihn nicht. Die haben ja wohl Tomaten auf den Augen, oder? Puh. Da bist du ja, du freches kleines Kraut. Guckt, ich bin eine verzauberte Möhrenfee. Und jetzt, Kinder, kann ich fliegen. Die wird an einem Seil hochgezogen. Ihr zwei dürft euch etwas wünschen. Was ist euer Wunsch? Wir wünschen uns einen Weihnachtsbaum. Euer Wunsch ist mir Befehl. Oh. Und jetzt singen wir unser Weihnachtslied. Wollt ihr es gerne hören, liebe Kinder? Ja! Kleines Kraut auf dem Weihnachtsbaum, Kartoffelmöhre, Blaubeer, Glaubenskaum. Ja, wir wünschen
wünsche euch zusammen ein frohes Fest und ein Weihnachten, das ihr nie vergesst. Das war's. Wiedersehen, Kinder. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten euch allen. Sausia. Auch in der Badewanne spielt George gern mit seinem Dinosaurier. Und nachts nimmt George seinen Dinosaurier mit ins Bett. Sausia. George, dein Dinosaurier ist ja kaputt. Oh. Der Dinosaurier hat keinen Schwanz mehr. Armer George! Du hast den Dinosaurier auch schon sehr lange. Ein Wunder, dass er so lange gehalten hat. Vielleicht ist es mal Zeit für einen neuen Dinosaurier. Ja, wir gehen morgen zusammen in den Laden von Herrn Fuchs. Das ist der Laden von Herrn Fuchs. Im Laden von Herrn Fuchs gibt es einfach alles. Hier finden wir bestimmt einen schönen neuen Dinosaurier für dich, George. Sausier. George möchte keinen neuen Dinosaurier. Guck, George, ein Riesendinosaurier. Boah, Sausier. Guten Morgen. Was kann ich für euch tun? Wir möchten den Dinosaurier aus dem Schaufenster. Aber gerne. Gute Wahl. Das ist der Dinomat. Er brüllt, er läuft. Außerdem kann er ein Dinosaurierlied singen. Dinomat, Dinomat, hör mal, wie der Dinomat. Boah! Sausimat. Wir nehmen ihn. George spielt im Garten mit dem Dinomat. Spiel nicht so wild mit dem Dinomat, George. Er hat bewegliche Teile, die können kaputt gehen. George kann mit dem Dinomat nicht im Garten spielen. George möchte mit dem Dinomat in der Badewanne spielen. George, wenn der Dinomat nass wird, funktioniert er nicht mehr. George kann mit dem Dinomat nicht in der Badewanne spielen. Mögen Oma und Opa den Antiquitäten? Was sind Antiquitäten denn? Antik bedeutet alt und selten. Normalerweise ja. Meine Antiquitäten sind ganz neu. Diesen Stuhl hier habe ich 12 Mal. Ist das nicht toll? Ist er aus Eichenholz? Genau, der Stuhl ist aus Plastikeichenholz. Ist er denn auch bequem? Kommen Sie da bloß runter. Auf Antiquitäten darf man nicht sitzen. Und was macht man dann damit? Man schaut sie an. Das macht aber keinen Spaß. Noch nicht mal, wenn man erwachsen ist. Ein Geschenk für Oma und Opa zu kaufen, ist wirklich nicht einfach. Ich verstehe das nicht. In meinem Geschäft gibt's einfach alles. Es muss doch was zu finden sein. Ist es auch. Mir gefällt dieser Teddy. Und ich glaube, Oma und Opa Wutz mögen ihn auch. Dann kaufen wir den Teddy. Eine sehr gute Wahl. Und wer bezahlt? 1 Cent und 2 Knöpfe. Und 1 Knopf als Wechselgeld. Dankeschön, Herr Fuchs. Alle bringen Oma und Opa Wutz die Geschenke. Oma Wutz, Opa Wutz. Hallo, meine Kleinen. Alles Gute zum Hochzeitstag. Oh, schon wieder eine Glasvase. Das ist ein Erwachsenengeschenk. Deshalb ist es etwas langweilig. Sie gefällt mir. Wir tun sie einfach zu den anderen Glasvasen. George und ich haben auch ein Geschenk gekauft. Hoffentlich gefällt es euch. Ein Teddybär für Opa und mich. Dankeschön, Peppa und George. Man kann ihn sehr gut knuddeln. Hat er einen Namen? Also er heißt Eddie der Teddy. Und was isst Eddie am allerliebsten? Schokolade und Brokkoli. Das ist das beste Geschenk, das wir je bekommen haben. Oh ja, aber wenn Eddie hier bei uns leben soll, braucht er Kinder, die mit ihm spielen. Wir zwei können mit Eddie spielen. Das ist deine Seite und das ist allein meine Seite. Komm nicht über die unsichtbare Linie. Die Post! Guten Tag, Herr Zebra. Guten Tag, Papa Wutz.
Ich habe Briefe für Sie dabei. Sind das auch Briefe für mich und Schorsch? Ich fürchte nein. Alle für Mama und mich. Oh. Es gibt auch noch ein Paket. Das ist sicher der Stahlbeton, den ich bestellt habe. Guck mal, die vielen Briefmarken. Die sind da drauf, weil es von sehr weit herkommt. Und tschüss. Wiedersehen. Oh, hier steht, das Paket ist für Peppa und Schorsch. Yippie! Guck mal, Mama, ein Paket für Schorsch und mich. Oh. Da ist auch ein Brief dabei. Hallo, Peppa und Schorsch. Dieses Paket ist für euch beide. Alles Liebe von Tante Dottie. Tante Dottie lebt sehr weit weg in einem anderen Land. Oh, was ist in dem Paket? Es hat Räder. Auto. Nein, kein Auto, Schorsch. Denn es hat Beine. Es ist ein Tisch. Es hat ein Schwänzchen. Oh, Tische haben keine Schwänzchen. Und hier ist auch noch ein Griff. Was ist das denn bloß? Da ist noch etwas in der Kiste. Ein Spielzeugpferd. Und ich nenne es Glitzerfuß. Hatte Hü. Glitzerfuß. Hatte Hü. Nein, Glitzerfuß. Hatte Hü. Denkt daran, Kinder. Tante Dottie hat das Paket an euch beide geschickt. Ihr müsst es euch teilen. Teilen macht doch Spaß. Kann ich zuerst mit Glitzerfuß spielen? Lass Schorsch zuerst damit spielen. Er ist der Jüngste. Hatte Hü, Hatte Hü. Schorsch spielt sehr gern mit Hotte Hü. Schorsch, das Pferd heißt Glitzerfuß, nicht Hotte Hü. Und jetzt ist Peppa dran. Ahoi! Das Postauto. Es ist Herr Zebra, der Postbote. Guten Tag, Frau Kleff. Ich habe eine Postkarte für Sie. Dankeschön, Herr Zebra. Tschüss dann. Von wem ist die Postkarte denn, Mami? Sie ist von Captain Kleff. Papi! Er schreibt, dass er seine Weltumsegelung beendet hat. Und jetzt nach Hause kommt. Oh! Wie aufregend! Wann wird er wohl zurück sein? Ahoi auch, Herr Zebra! Hallo, Captain Kleff! Hallo! Papi! Klausi! Papi! Klausi! Papi! Captain Kleff ist wieder an Land. Mein Captain Kleff! Mama Kleff, mein Herzensschatz! Für wie lange bleibst du jetzt hier, Papa? Für immer. Ich habe beschlossen, das Reisen sein zu lassen. Ich habe die Welt gesehen und ich habe mein Glück gemacht. Oh. Und wieder verloren. Oh. Und wiedergefunden. Hurra! Ich liebe das Reisen. Aber es gibt etwas, das ich wirklich vermisse, wenn ich fort bin. Was denn, Papa? Natürlich meine Lieblinge. Darum hänge ich meine Kapitänsmütze mal an den Nagel. Ich erzähle euch nun alles über meine vielen Reisen. Ich war wieder einmal eine Ewigkeit unterwegs, segelte rund um die Welt. Einmal ganz rum? Jo. Was passierte, als du ganz unten warst? Bist du runtergefallen? Nein, ich fuhr hart am Wind. Boah, was für ein Abenteuer. Das war es. Und ich habe euch allen Geschenke mitgebracht. Oh! Knirpsi, die Schildkröte, sitzt auf einem Baum. Schildkröte auf Baum? Schon wieder? Bin schon unterwegs. Wie bekommt man denn eine Schildkröte vom Baum runter? Fällen Sie einfach den Baum. Ja, wir fällen einfach den Baum. Nein! Na gut, dann kletter ich eben mal rauf. Hurra! Oh, mir scheint, ich steck fest. Hunde können auch nicht sehr gut auf Bäume klettern. Können wir jetzt endlich den Baum fällen? Nein, wir rufen jetzt den höchsten Rettungsservice im ganzen Land. Okay, ich bin schon unterwegs. Das ist Frau Mümmel mit ihrem Rettungshubschrauber. Hallo alle zusammen. Retten wir mal wieder unseren Knirpsi. Wer fliegt jetzt eigentlich den Hubschrauber? Ups, ich Dummerchen. Ich stelle mal schnell den Autopiloten an.
Autopilot angeschaltet. Einen schönen Tag noch. Mit einem Autopilot fliegt der Hubschrauber von alleine. Hab ich dich, du kleiner Schlingel. Frau Mümmel hat Knirpsi gerettet. Hurra! Dankeschön, Frau Mümmel, dass Sie meinen Knirpsi gerettet haben. Hab ich gern gemacht. Dankeschön auch für unsere Rettung. Ich mache nur meine Arbeit. Wiedersehen. Haben Sie nicht etwas vergessen? Was? Oh ja, meinen Hubschrauber. Auf Wiedersehen, alle zusammen. Auf Wiedersehen. Du bist wirklich eine freche Schildkröte. Oh gut, du bist jetzt müde. Ab in deine Kiste. Schlaf schön, Knirpsi. Knirpsi hält jetzt Winterschlaf. Im Frühling wird er wieder aufwachen. Echte Dinosaurier sind vor 65 Millionen Jahren ausgestorben. Edmund Elefant kennt sich mit Dinosauriern aus. Er ist ein Schlauberger. Wir haben etwas Besseres als echte Dinosaurier. Wir haben singende Dinosaurier! Aber die sind klein. Ja, eigentlich sind Dinosaurier doch sehr groß. Oh ja, wir haben einen sehr großen Dinosaurier. Einen echten Brummer. Möchtet ihr den mal sehen? Ja, gern. Das hier sind seine Fußspuren. Wir müssen ihnen nur folgen. Oh. Diese Fußspuren sehen sehr echt aus. Bist du sicher, dass hier keine richtigen Dinosaurier leben, Opi Mümmel? Ziemlich sicher, Papa Wutz. Über die Felsen, alle Mann! Über die Brücke! Durch die Höhle! Oh, die Fußspuren haben aufgehört. Schaut mal! Da geht eine grüne Treppe hoch. Eine Riesenrutsche. Hui! Hui! Juhu! Hui! Boah, das ist ein Dinosaurier. Ja, das ist meine monstergroße, riesigartige Saurierrutsche. Das ist mal ein Dinosaurier. Er ist ein Brontosaurus. Genauer gesagt handelt es sich hier um einen Apatosaurus. Und du bist wohl ein kleiner Schlauberger. Ja. Ich mag Regentage nicht so gerne. Ich mag sie, denn hinterher gibt es schöne Matschepfützen zum Reinspringen. Gute Idee, Papa Wutz. Wir gehen gleich nach draußen. Peppa, wir müssen warten, bis es aufgehört hat zu regnen. Wann hört es denn auf? Komm, wir hören den Wetterbericht an. Hier ist der Wetterbericht. Heute regnet es den ganzen Tag. Oh. Ich finde, wir sollten das Regentagsspiel spielen. Was ist das Regentagsspiel? Ich zeige es euch. Ich nehme diese Quietscheente und verstecke sie so, dass ihr sie sehen könnt. Meinst du, dass ihr sie findet? Papa! Wenn wir sie sehen können, hast du sie doch überhaupt nicht versteckt. Schaut mal her. Ich verstecke die Ente hier und ihr sagt mir, wo sie ist. Da. Vollkommen richtig. Das ist zu einfach, Papa. Es bleibt aber nicht so einfach, Peppa. Wer von euch möchte anfangen? Weil das Spiel Babyeier leicht ist, kann Schorsch ruhig anfangen. Na gut, dann wartest du hier. Papa Wutz sucht einen guten Platz für die Quietscheente. Die Ente ist irgendwo im Kinderzimmer. Schorsch sucht die Quietscheente. Aber sie ist gar nicht so leicht zu finden. Oh. Schorsch, du kannst sie sehen. Streng mal deine Augen an. Schorsch strengt seine Augen an, um die Quietscheente zu finden. Es wird schon wärmer. Kälter. Ganz warm. Schorsch hat die Quietscheente gefunden. Hurra! Ich habe sie sofort gesehen. Dieses Spiel ist zu einfach.
einfach. Mal sehen. Peppa ist dran. Jetzt verstecke ich die Ente mal. Mama Wutz sucht ein Plätzchen für die Ente, damit Peppa sie suchen kann.